Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schild. Wir stehen hier in der letzten Arena, nämlich in der Arena von dem Drachen-Arena-Leiter Roy. Und wir holen uns jetzt einfach easy peasy den letzten Orden und machen uns dann auf zum Champ Cup, würde ich sagen. Und wir hauen rein. Wir gehen los. Roy, what up? Ich hab ein paar EP-Bonbons verteilt. Das ist jetzt nicht ein super krasser Unterschied, aber ein bisschen was hat es hoffentlich gebracht. Dass ausgerechnet du der erste Challenger bist, der es so weit geschafft hat, muss Schicksal sein. Aber wenn Dillion so viel auf dich hält, wundert's mich nicht, dass du es so weit gebracht hast. Und du denkst also, du kannst Dillion besiegen? Dafür musst du erstmal mich, seinen größten Rivalen, kleinkriegen. Ich werde dir auf die harte Tour zeigen, worauf du dich da eingelassen hast. Ich kontrolliere übrigens nicht nur das Wetter, sondern bestehe auch auf einen Doppelkampf. Damit will ich herausfinden, wie gut du auf verschiedene Situationen reagieren kannst. Also dann, los geht's. Okay, wir hoffen das Beste. Ich erinnere mich an nichts mehr. Deswegen, das mit dem Doppelkämpfen wusste ich auch nicht mehr. Cool ist er schon, der gute Roy. Oh oh. Das macht mir Angst. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Oh nein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Weht ihr Winde und beschwört einen Sandsturm herauf. Ja, das ist schon passiert. Oh, okay, wir probieren Dinge. Wir probieren alles jetzt aus. Ich weiß halt nicht, was ich gegen den kleinen Fliegenden mache. Wir holen mal Galoppa raus. Ich hoffe, das ist eine gute Entscheidung. Okay, Inteleon, tue Dinge. Oh ja, oh ja. Oh oh. Oh, au, au. Oh nein, oh je. Oh je. Das kleine Ding muss weg. Das kleine Ding muss weg. Oh, ich hoffe, Galoppa kann das. Wieso mache ich eigentlich Aqua-Durchstoß? Hätte ich einen Präzisionsschuss gemacht, wäre das Ding direkt tot gewesen. Oh. Jetzt weiß ich halt nicht, was gut wäre, ne? Oder sein könnte. Ich mach mal das Stärkste, was ich kann. Oh, das geht auf beide. Gucken wir einfach mal. So, du bist jetzt erstmal weg. Ich hoffe, ich schaff's noch, Inteleon zu heilen. Aber ich bin mir unsicher. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Oh oh. Au! Okay, gut, 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 gut. Alles ist gut. Boah, das ist schon sehr gut. So, wir sind jetzt aber trotzdem schneller. Mist. Oh je. Keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich habe halt ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen doll Angst. Ich hätte gern was. Was halt wirklich alle meine Pokémon im Team heilt. Das wäre so cool. Aber sowas gibt's, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, was ich lieber heilen möchte gerade. Wir machen einen Zauberschein. Egal. Wir machen Dinge. Okay, das war sehr gut, dass wir Inteleon geheilt haben. Okay, das ist jetzt erstmal weg. Das macht uns jetzt keine Angst mehr. Oi, oi, oi. Also irgendwas wird hier heute noch sterben. Da bin ich mir sehr sicher. Ach, Kacke! Ach, du Kacke. Okay, wartet. Das wird stopp. Inteleon, du bist schnell. Genau, du machst erstmal den hier.
Die singen schon, ne? Ja, ist gut. Weht ihr Winde, mein Partner wird jeden aus dem Stadion pusten. Okay. Welchen macht er jetzt? Den ich weiß nicht welchen. Die Schlange nicht. Er nimmt schon den, okay. Das wird einfach ein Hochhaus. Ich raste aus. Okay, der wird jetzt eine Attacke direkt einsetzen, richtig? Ich hab Angst. Oh, das ist doch verflucht, ist das. Das ist verflucht. Ich hätte so gern weg gehabt. Ja, das ist halt richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Ich möchte doch nur, dass Inteleon jetzt bitte diese Schlange weghaut. Auf das Ding. Und dann probieren wir es. Wir probieren es. Wir probieren es. Ich müsste es eigentlich heilen, aber... Wir probieren es. Oh, ich will nur die Schlange weg haben. Ich will das hier... Das, oh Mann. Ich habe noch genug Pokémon auf der Kante. So ist nicht. Wir haben den Kampf quasi schon gewonnen. Mein Schnappel ist riesig! Das macht jetzt alle kaputt! Los! Jetzt sind Inteleon, okay, sehr gut. Sehr gut. Dann ist die schon mal aus dem Spiel. Wunderbar. Okay. So, jetzt ist es 6 gegen 1. Und das kriegen wir hin. Auf geht's mit Drachengebrüll. Zeit für meine Geheimwaffe. Gigadämpfer. Darf ich nicht zuerst bitte angreifen? Das ist läppisch. Das ist läppisch. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Es lebt noch. Ja! Yeah! Okay, das gewinnen wir. Ja, endlich ist dieser blöde Sturm weg. Ich raste aus. Jetzt sieht man auch wieder anständig. Bin ich gerade. Ich bin gerade auf Inteleon drauf, ne? Mir egal, ich setze den jetzt ein. Und dann darfst du noch mal den hier machen. Und dann haben wir gewonnen. Weil mein, nee, mein Schlappel ist nicht schneller, oder? Oder? Nee. Aber es müsste es überleben. Es müsste. Ja, klar. Oh, sehr schön. Mein Schlappel ist super. Schlappel, bestes Pokémon. Egal, hau raus. Ich habe mir so viele Gedanken in diesen Kampf gemacht. Komplett umsonst. Klar haben wir das hinbekommen. Geil! We did it! Ja! Kramor erreicht Level 54! Ich lieb's. Wir haben es einfach so geschafft. Wir sind einfach cool. Ja! Wir haben dich richtig rasiert, haben wir dich! Selbst wenn ich verliere, gebe ich eine erstklassige Figur ab. Zeit für ein Selfie, würde ich sagen. Ah, oh, wir haben uns den letzten Orden geholt. Das war ein harter Kampf, aber nun, da er vorbei ist, fühle ich mich, als hätten sich die Wolken aufgetan. Jetzt herrscht nichts als Sonnenschein. Ach, von wegen, glaub mir kein Wort. Erinnerst du dich, wie ich geprahlt habe, dass ich Dillions größter Rivale bin? Und wenn schon, das nützt mir auch nichts, wenn du mich besiegst. Meine Pokémon und ich haben uns dir gegenüber ganz schön hochnäsig verhalten. Hier, nimm das als Zeichen deines Sieges. Das ist der Drachenorden. Er ist so groß. Er ist riesig. Wir sind so klein. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß ja auch nicht. Du kannst jetzt alle Pokémon unabhängig von ihrem Level fangen. Jetzt besitzt du alle Orden der Galar-Region. Um Dillion herauszufordern, musst du aber noch das Turnier nach der Arena-Challenge gewinnen. Und das meine ich ganz wörtlich. Du musst dieses Turnier einfach gewinnen, klar? Sonst wäre meine Niederlage gegen dich bedeutungslos. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft.
Ja! Jetzt, wo du alle Orden gesammelt hast, erwartet dich als nächstes der Champ Cup. Ich bin gespannt, wie du dich dabei schlägst. Hey, warte. Was, wo? Ah, da. Ich will dich nicht lange aufhalten, aber ich hatte da noch was vergessen. Erstens wollte ich dir als Zeichen meines Respekts noch die TM-99 geben. Sie enthält die Attacke Breitseite. Die hat er nicht eingesetzt, ne? Oder? Der Anwender schwingt heftig seinen robusten Schweif, und damit um damit gegnerische Pokémon anzugreifen und ihren Angriffswert zu senken. Oder war das die, die er benutzt hat im Dynamax-Zustand? Bestimmt. Und zweitens wollte ich dir die Uniform der Drachenarena-Trainer überreichen. Die kriegen nur echte Gewinnertypen wie du und ich. Ich will eher seinen coolen Pulli haben, aber ist alright. Hiermit hast du Challenger Motte mit der Trikot Nummer 505, die Arena Challenge, abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt kannst du deine Stärke beim Champ Cup unter Beweis stellen. Und du, Roy, musst mir nun deine Stärke beweisen! Aha, da ist er ja endlich, Dillions kleiner Bruder. Ich nehme deine Herausforderung an und ich werde dich ordentlich in die Mangel nehmen. Nach diesem Kampf wird dir nichts anderes übrig bleiben, als das Handtuch zu werfen und die Arena Challenge aufzugeben. Aufgeben kommt für mich nicht in Frage. Ich habe jede Menge herumexperimentiert und bin stärker, als du dir je vorstellen könntest. Ich werde euch alle besiegen. Roy, Motte und natürlich auch mein Bruder. Einfach jeden von euch. Mach's gut, Motte. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Also, Roy, ich rate dir, vorher fleißig in der Naturzone zu trainieren. Ja klar, easy. Easy! I did it. Hast du das gesehen, Balduin? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Leute. Ich bin... Ah, ich hab's alle... Ja! Hallo, Motte! Dein Sieg über Roy war echt beeindruckend, gut gemacht. Damit hättest du dann auch die Arena-Challenge bestanden. Da kann ich dir nur gratulieren. Das müssten wir eigentlich feiern, aber dafür bleibt uns leider keine Zeit. Es ist nämlich so. Dieses Licht über Claw City ist nichts anderes als die finstere Nacht aus der Legende. Dasselbe Phänomen als wie damals also, als unzählige gigantische Pokémon in Galar wüteten und beinahe die gesamte Region in Schutt und Asche gelegt hätten. So ist es. Wie wir wissen, ist das Dynamax-Phänomen nur durch die Energie der in der Galar-Region eingeschlagenen Mondsterne möglich. Aber wir Menschen sind bisher leider nicht dazu in der Lage, diese Energie zu kontrollieren. Doch das könnte sich ändern, wenn wir mehr über die zwei legendären Helden wüssten. Das Schwert und der Schild aus der Legende. Sanya, Liebes, der Moment ist gekommen. Bitte nimm meinen Kittel. Was? Ist das nicht noch ein bisschen zu früh, Oma? Ich bin doch noch gar nicht mit meiner Forschungsarbeit fertig. Und genau deshalb sollst du ihn jetzt haben, damit du deine Arbeit gut zu Ende bringst. Na, wie bedeutsam. Und er steht ihr einfach wundervoll. Jetzt bist du Professor Sanya. Danke. Löse das Rätsel um die zwei legendären Helden, die einst Galar vor der finsteren Nacht bewahrten. Finde heraus, was wirklich hinter dem Schwert und dem Schild aus der Legende steckt. Das werde ich, Oma. Ich will unbedingt sehen, wie du oder Hopp gegen Dillion kämpft. Also überlass den ganzen anderen Kram ruhig mir und geht nach Score City, okay? Los, ab zum Bahnhof. Der nächste Zug fährt bald ab. Zum Bahnhof, ich gehe zum Bahnhof. Ich muss... Oh, die winken mir alle. Oh, das ist cool. Ich liebe es, dass ich gewunken bekomme. Wo muss ich denn nochmal lang? Ich glaube rechts rum, ne? Zum Bahnhof rechts rum. So, wir gehen aber nochmal kurz in den Laden. Einfach nur kurz einkaufen. Ja. Ja, danke schön. So, verkaufen können wir nichts. Wir können aber noch mal vorsichtshalber ein paar Tränke kaufen. Ja. Wir bereiten uns jetzt richtig gut auf Dinge vor. Okay. Das sieht ganz gut aus. Das lassen wir so. Und ich glaube, du hattest ja sonst nichts für mich, richtig? Oh. Na, Mistkacke. Ich will Flottbälle. Okay. Egal. Okay. Okay. Okay, los. Auf zum Bahnhof. Da geht's lang. Oh, das war cool. Wir haben es einfach geschafft.
Das wirklich ohne Probleme in dem Fall. Ups, da renne ich erstmal direkt gegen eine Laterne. Ja, das kann ich, das ist normal. Wen wundert's, wen wundert's? Ich bin einfach echt fertig jetzt. Oh, kann ich mir noch Burger to go mitnehmen mit einer Cola? Hey, stopp, warte, Morte, ich habe Roy besiegt. Alles, was ich brauchte, war eine gehörige Portion Selbstvertrauen und zack, geschafft. Du hast ihn auch besiegt? Ich fass es nicht. Im Gegensatz zu deinem Bruder bist du eine echte Quasselstrippe, Kleiner. Aber du hast dir von mir den Drachenorden erkämpft, also daran lässt sich nichts rütteln. Dein stürmischer Kampfstil hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Hört gut zu, ihr zwei. Ich will sehen, dass ihr beim Champ Cup alle aus dem Weg räumt und sich einer von euch einen Showdown mit Dillion liefert. So machen wir das. Ich bin natürlich der Favorit und gleich dahinter folgt Motte, meine direkte Rivalin. Ich lasse es ordentlich krachen und ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe, Roy. Oh, Motte, unser Zug ist da. Tschüss, Roy, du bist voll cool. Ja. Ich lieb's. Wir haben uns ganz schön verändert auf unserer Reise, muss ich sagen. Nur hopp nicht. Score City, bald sind wir da. Ich will mir so viele Sachen ansehen. Da gibt's diesen riesigen Turm und die Monorail. Und natürlich das Score-Stadion. Dort liefern wir beide uns das coolste Match überhaupt. Klar? Ja. Ganz klar. Nein, die ganze Welt wird uns zusehen und staunen. Okay. Da sind wir, es schneit. Wir sind perfekt angezogen für den Schnee. Hallo. Hast du Bälle? Wie sehen Rude 10 wohl aus, wenn der Schnee komplett schmelzen würde? Tja, das müsste ich auch gern, wahrscheinlich schön grün. Hi, hast du etwas Neues für mich vielleicht? Nein. So ein Mist aber auch. Danke für... Nein. Oh. Tschüss. Okay, das war's. Hier ist sonst nichts. Okay, raus mit uns. Route 10. Da wären wir, Route 10. Wow, schau dir nur diese Wände aus Schnee und Eis an. Hier wimmelt es sicher nur so von Eis-Pokémon. Jetzt geht's um alles oder nichts. Wenn wir gut genug für den Champ Cup sein wollen, müssen wir ordentlich ranklotzen und uns so richtig ins Training hängen. Aber ich glaube fest an mein Team und natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, ich stütze mich mal ins Vergnügen. Wir sehen uns am Eingang von Score City, ja? Jetzt müssen wir noch ein bisschen ranklotzen, habe ich gehört. Ja, ja. Mhm. Ich habe meine ganzen EP-Bonbons rausgehauen. Ich hoffe, das ist einsatzweise okay. Wir müssen mal gucken. Oh! Wir müssen mal gucken, ob das langt. Was für ein Level hat der denn jetzt hier? Hier wäre Akani nicht so schlecht, ne? Machen wir mal einen Aqua-Durchstoß. Die sind auch 45. Das ist alles noch machbar. Ja, klasse. Das ist alles noch machbar, sag ich doch. Kein Problem. Ich fange hier sogar nichts. Ich bin zu stark. Ich müsste eigentlich mehr klapsen. Reicht Klapsen bei dir? Ich hätte es irgendwie gern. Weiß ich auch nicht. Ich bin kein großer Pontymaus-Fan. Aber das ist irgendwie cool. Boah, Kehrtwende ist sogar sehr effektiv. Au, das hat wehgetan. Volltreffer. Oh, die wollen alle, dass ich meine Tränke einsetze. Und Hagelkörner gibt's auch. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Einmal eigentlich noch, ne? Hypnose? Oh. Wach auf, Intellion! Weckt dich das? Nö. Machen wir mal. Gucken wir mal. Vielleicht reicht das schon. Wahrscheinlich nicht. Der hampelt so rum. Als ob der drin bleibt. Hä? Ja gut, okay. Er ist drin geblieben. Nehme ich. Das war quasi ein gratis Pokémon. Fast. Fast. So, hi. Tanz-Pokémon Eis-Psycho. Es erzeugt mit seinen Sohlen kalte Luft, die am Boden gefriert. Auf dieser Eisschicht übt es den ganzen Tag lang seinen Stepptanz. Der ist 1,40 Meter. Der ist nur minimal kleiner als mein Charakter, ne? Habt ihr gesehen? Ich bin ganz schön klein, bin ich. Okay, erstmal kämpfen hier. Hi!
Gibt's hier irgendwo verletzte Pokémon? Ich bin Arzt, ich kann helfen. Ja, dann heil doch mal meinen Inteleon, bitte. Wenn du das so gut machst, der Ingvar. Gardevoir! Oh, wir haben gar keins gefunden, ne? Ach, es schläft doch. Oh. Oh, es schläft. Egal. Tief und fest, ja? Ja gut, dann müssen wir was anderes einsetzen. Dann muss Inteleon raus. I'm sorry, Inteleon. Aber... ja, das wird mit dir heute nichts mehr. Aber wenigstens wird das Ding auch von der Hagelkörner angetroffen. Das ist gut. Wieso bin ich immer so unendlich enttäuscht von meinen Pokémon? Wenn die mich einfach nicht lieb genug haben, um Dinge von alleine zu überwinden. Ich finde das richtig frech. Ja, es hatte bisher, aber war okay. So, ja, die Hagelkörner natürlich. Die darf man nicht vergessen. Die sind überhaupt nicht nervig. Habe ich eigentlich was sehr Effektives gegen Gardevoir? Habe ich gar nicht geguckt, ne? Reicht aber fast. Das war sogar ein Volltreffer. Das heilt aber nicht so viel, ne? Hm. Okay. Wo habe ich jetzt die ganze Route, diese blöden Hagelkörner schon wieder? Was? Guck, was? Akani, ich hab dich nicht verstanden. Das ging so schnell. Er will Pokécamping machen. Pokécamping ist eine gute Idee, tatsächlich. Pokécamping können wir gerade noch machen. Oh, wie kann das sein? Jetzt ist mein eigenes Pokémon verletzt. Tja, jetzt kannst du da deine Arztsachen machen. Können wir hier campen? Das geht. Das ist schön, dass das hier auf schiefem Grund funktioniert. Das war ja bei Karmesin so ein ganz anderes Ding. Aber wir kochen jetzt einmal und dann sind alle wieder glücklich. Was wollen wir denn nehmen? Ich wäre eigentlich... Der Gewürzmix ist halt geil, ne? Gemüse ist auch fein. Die Würstchen sprechen mich. Komm, wir nehmen den Gewürzmix. Und jetzt haben wir wieder ganz viel. Vollmundig. Sehr beliebt. Gut verträglich. Was haben wir denn noch viel? Wir waren hier unten so wenig. Ah, guck mal. Appetitanregend. Ja, tiefer Geschmack. Veredelt. Und dann noch das. Ja. Jetzt machen wir ein richtig fettes Gericht. Das sieht doch schön aus. Das wird doch hier schmecken wie nix. Mit der Gewürzmischung gar kein Problem. Los jetzt. Ja. Da glitzert's. Sehr gut. Glitzer weiter. Ja. Ist das ein gutes Geräusch? Ja, ne? Das sind die Pokémon, die drauf aufmerksam werden. Tja. Oh, das sieht gut aus. Oh, jetzt so ein Curry, ne? Jetzt so ein Curry. Wäre schon geil. Ich frag mich, wie wir eine bessere Wertung als Hokumil bekommen. Aber ich kann es euch nicht sagen. Ja, guten Appetit! Wer isst mit mir? Wahrscheinlich wieder Inteleon, ne? Weil der ganz oben ist. Oh, ich finde mein Team super cool. Süßes Gewürzcurry. Rein damit. Oh ja, das finden sie gut. Ja. Und Hokumil, ja, was weiß ich, Statusprobleme wurden auch behoben. Das ist gut. Dann geht's jetzt allen wieder fein, richtig? Level Up für Schlapfel. Sehr gut. Lasst mich gucken, wie das jetzt hier aussieht. Ja, guck mal. Perfekt. Perfekt. Muss ich nicht immer heilen, sondern kann auch einfach einen Curry veranstalten. Aber ich würde sagen... Oh, guck mal. Wir können hier einfach hoch, ohne dass uns was angreift. Echt jetzt? Oh. Ah, guck mal. Der gibt uns entweder was oder er kämpft gegen uns. Aber das schauen wir uns
in der nächsten Folge an. Da gucken wir uns Route 10 genauer an und schauen uns, wo sie uns hinbringt. Ich danke euch allen wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüss.